Herzlich willkommen zu einer neuen Hundevermittlung direkt aus dem Tierheim in Hannover. Wir werden auch gleich beginnen, und zwar, jetzt ist er nämlich noch im Bild, mit dem bildhübschen Tucker, ein Chihuahua Jack Russell Terrier Mix, der fast auf den Tag genau ein Jahr alt ist. Uns hat er ganz schnell um Finger gewickelt, aber es gibt ja ein kleines aber da kommen wir später zu. Das ist ja seit Januar bei uns im Tierheim. Das ist, glaube ich, genau das Problem, dass er einen so schnell um den Finger wickelt. Ja, genau. Er ist als Fundhund im Januar zu uns gekommen. Ist ein aufgeweckter, verspielter, kleiner, wie wir wirklich finden, auch total niedlicher Kerl. Sicke, soll ich weitermachen? Ach so, du bist ja noch mit dem Tucker beschäftigt. Ja, und er genießt wirklich, ne, also die Aufmerksamkeit und auch die Kuscheleinheiten mit seinen Bezugspersonen. Und er ist an sich halt auch wirklich freundlich zu Menschen. Jetzt kommt das Aber. Aber? Jetzt? Genau, fühlt er sich eben bedrängt oder überfordert. Oder es passt ihm was nicht, dann schnappt er halt auch schnell mal zu. Ne? Und das ist halt wichtig zu wissen, denn dieses Fehlverhalten darf halt im neuen Zuhause keinen Erfolg haben. Ne? Der hat ja bisher in dem einen Jahr noch keine Erziehung genossen. Nee. Jetzt wird bei uns im Tierheim wirklich sehr intensiv mit ihm gearbeitet. Und man erzielt ja auch tatsächlich tolle Erfolge. Ja. Es ist ja schon... Er hat ja auch nach den Tierpflegern anfangs geschnappt, wenn ihm was nicht passte. Ja, und er war auch anfangs beim Gassigehen sehr unsicher, ne? Und auch überfordert mit den Situationen. Inzwischen ist er schon recht selbstbewusst und er pöbelt dann auch mal fremde Hunde an. Hieran wird aber bereits trainiert und das sollte auch fortgesetzt werden. Ne? Der ist mit Rüden und mit Hündinnen. Also mit Artgenossen verträglich, fühlt er sich von denen aber bedrängt, schnappt er ebenfalls auch mal zu. So sieht's aus. Er hat eben bereits gelernt, dass er sich halt mit diesem Verhalten aus für ihn, ja, ich sag mal, unangenehmen Situationen befreien kann. Ne? Und er muss jetzt halt lernen, dass es halt auch anders geht. Muss unbedingt fortgesetzt werden, genau. Ja. Dass das... dann klappt. Ich glaube auch, dass man das schnell hinkriegt. Aber daher sagen wir aber, und das ist doch ganz wichtig, keine Kinder im Haushalt. Genau. Und es sollte auch ein ruhiges Zuhause sein. Genau. Ja, und wir suchen jetzt wirklich heiter mit Geduld und auch mit Konsequenz, die mit Tucker weiter trainieren möchten und ihm eben auch einen anderen Weg aufzeigen, ne? Damit er gut durchs Leben gehen kann. Wie sagen wir ihn zum Schluss auch noch mal im Bild? Ja. Der ist süß. Ja. Das muss man wirklich... uneingeschränkt sagen, ein niedlicher kleiner Chihuahua Jack Russell Terrier Mix Tucker wartet bei uns auf einen neuen, auf ein neues Zuhause. Und nicht vergessen, man muss mit ihm noch reichlich arbeiten. Tucker. Oh, ich will auch noch mal, komm mal her, du Süßes, du bist so ein Süßer, bist du. Jetzt haben wir ihn wunderbar im Bild, und zwar den Nils. Der Nils ist erst ein halbes Jahr alt, ein amerikanischer Akita. Seit Februar ist er bei uns im Tierheim. Der wurde wegen Vernachlässigung bei uns ins Tierheim gebracht. Ist anfangs sehr unsicher, hat auch schon das ein oder andere Mal zugeschnappt. Ja, gerade am Anfang, ne, da war er so unsicher und da hat er wirklich so um sich geschnappt, weil er total überfordert natürlich auch war mit der Situation hier. Aber inzwischen hat er sich eingelebt. Ja, und ja, er beginnt halt jetzt auch schon rassetypisch halt so wirklich so ein eigenständiges, wachsames und auch so ein territoriales Verhalten zu zeigen. Ne? Er bewacht inzwischen auch alles. Also er, zum Beispiel seinen Auslauf, ne? Den bewacht er schon ganz gut, ne? Das ist seiner. Und ja, da verbellt er auch mal, wenn dann Menschen vorbeikommen, die er nicht kennt, die werden dann auch verbellt. Ja. Knurrt dann auch mal. Genau. Ja. Aber halt mit ihm bekannten Hunden ist er jetzt zum Beispiel aktuell noch verträglich. Noch. Kann aber auch da schon sehr aufdringlich sein. Und er, ich sag mal so, ihm körperlich unterlegene Hunde, die werden auch gerne mal von ihm gemobbt. Dann pöbelt er auch.
Ja, also an der Leine würde er auch pöbeln, wenn man ihn lässt. Man muss auf jeden Fall noch wirklich viel mit ihm, arbeitet schon viel mit ihm bei seiner Tierpflegerin. Die liebt ja über alles, man sieht das ja auch gerade anhand der Bilder. Mhm. Da wird gekuschelt, geschmust, sie kann mit ihm machen, was sie will. Ja, genau. Und Mama ist nicht da, oh Gott, was ist los? Die war ja zwischendurch mal weg. Ja. Wir hatten viele Leckerlis heute zum Bestechen, damit hat es auch hervorragend geklappt. Mhm. Der ist ja so typisch, rassetypisch ein Einzelgänger eher. Genau. Und wenn er erwachsen ist, wird er vermutlich auch nur in Maßen noch mit Artgenossen verträglich sein. Ne? Also gerade so, wenn er dann in die Pubertät kommt, werden sich schon diese Charaktereigenschaften noch mehr zeigen. Ne? Inzwischen beherrscht er einige Grundkommandos. Er hört auch ganz gut inzwischen auf seinen Namen. Ja. Er stubenrein, darf man auch nicht vergessen. Ja, die klappt schon ganz gut, sagen wir es mal so. Ja, man arbeitet dann an allen ja noch ein bisschen. Aber es klappt schon für 6 Monate, klappt das schon ganz gut. Ja, und er kann halt auch an der Leine gehen. Ne? Und wie gesagt, zu seinen Bezugspersonen total anhänglich. Also da merkt man es ja auch. Merkt man es halt auch. Ne? Also er geht eine sehr enge Bindung ein und die wird sich wahrscheinlich auch eher so auf 1-2 Bezugspersonen so. Sein Vertrauen muss man sich auf jeden Fall wirklich erarbeiten. Ja. Ganz klare Sache. Ja. Aber er ist bestechlich. Und sehr leicht bestechlich, das stimmt. Ja, genau. Ja, und sonst, stur ist er. Das ist auch schon. Er braucht klare Grenzen. Ja. Ne? Aber du bist ja noch jung und das geht gut. Ne? Und man darf auch eins nicht vergessen, er wird ja natürlich auch noch größer, reichlich größer. Ja. Und er wird auch vom Gewicht her noch reichlich zulegen. Genau. Da kommt noch einiges drauf. Was ganz wichtig ist, wir suchen rasseerfahrene Halter. Ja, unbedingt. Unbedingt rasseerfahren. Mhm. Und es ist, muss man wirklich sagen, kein Anfängerhund. Absolut überhaupt gar nicht. Mhm. Ein kinderfreies Zuhause, ein ruhiges Zuhause mit Garten wäre optimal. Genau. Ich glaube, das haben wir uns auch zu dem hübschen Akita alles gesagt. Du darfst jetzt sogar mit ihm kuscheln. Ja. Und ich gebe ihm jetzt auch noch mal ein Leckerli. Du hast so viele Leckerlis bekommen. Wir kuscheln lieber, ne? Mach mal Sitz. Nee, wir kuscheln jetzt. Jetzt kuscheln wir? Ach, du bist doch doof. Hier, du alter Kuschler. Für den Nils suchen wir auf jeden Fall, wir haben es ja auch schon gesagt, rasseerfahrene Halter, sofern euch die Bilder überzeugt haben. Nils, guck mal hier. Meldet euch bei uns im Tierheim. Ist natürlich ein Hund, den man längere Zeit kennenlernen muss. Mhm. Nicht einmal vorbeikommen und wir nehmen ihn mit, sondern den muss man halt in Ruhe kennenlernen. Kriegt man auch ein Tor? Eigentlich bist du ja ein ganz süßer. Ja, jetzt aber auch Schluss. Reichlich Leckerlis bekommen. Ja. Nils, Akita. Zwischendurch die Hunde, die aufgrund der letzten oder einer der letzten Hundevermittlungen ein neues Zuhause gefunden haben. Und Silke zeigt euch jetzt noch mal die Hunde, die ein neues Zuhause gefunden haben. Ja, und zwar wurden vermittelt der tolle Hikaru und die zauberhafte Lilly. Außerdem aus einer älteren Hundevermittlung hat die freundliche Amira ihre Menschen gefunden. Die habt ihr im Oktober, November 23 gesehen. Und unser hübsches Zornröschen ist auch endlich ausgezogen. Die haben wir euch im Dezember 21 und im Januar 23 als zweite Chance gezeigt. Ja. Und bei dem Zornröschen habe ich bereits abgemacht, dass wir eine Homestory drehen. Zornröschen werden wir in einigen Monaten in ihrem neuen Zuhause besuchen. Da ich ja so Zornröschen-Fan war, freue ich mich auf den Dreh schon. Aber ich zeige euch jetzt noch mal die drei Hunde, die aufgrund der Hundevermittlung vom Vormonat noch auf ein neues Zuhause warten. Und zwar der schüchterne Chaco, der alberne Apollo und die anhängliche Mara warten vielleicht genau auf euch. So, jetzt haben wir die beiden Schwergewichte gut drapiert. Denn jetzt geht's weiter mit dem Duhmann. Der Duhmann ist bei Silke mit 70 Kilogramm und ich habe die Dunja mit 60 Kilogramm. Beide sind am 30.10.2016 geboren, unschwer erkennbar krankheitsbedingt. Die beiden gibt es nur zusammen und jetzt werden einige sagen,
kommt mir so, die beiden kommen mir so bekannt vor, hatten wir gleich mehrfach bei Facebook. Das war eine der aufsehenerregendsten Halteermittlungen. Weit über 500.000 Menschen haben den Beitrag zur Kenntnis. Der wurde zigtausendmal geteilt, man sieht das auch gerade. Mhm. Jetzt haben wir sie beide hier. Mhm. Bei RTL waren sie, bei in der Hannoverschen Allgemeinen, in der Presse, überall. Ja. Und jetzt versuchen wir ein neues Zuhause für die beiden knapp 8 Jahre alten Kuschelbären. Riesenkuschelbären zu finden. Was hast du gesagt? Die beiden sanften Riesen. Die, ne? Sanften Riesen, genau. Die Geschichte ist ja nicht so schön. Genau, also Dumann wurde am Heiligabend ungepflegt und wirklich in einem schlechten Allgemeinzustand in Hannover aufgegriffen. Ne? Und danach gingen auch zahlreiche Hinweise bei uns ein. So erfuhren wir, dass er jahrelang mit seiner Schwester, der Dunja, in einem Garten zusammengelebt hat. Und als die beiden dann tatsächlich wieder bei uns zusammenkamen, da blühten sie beide regelrecht auf, denn auch Dumann wollte anfangs gar nichts mehr essen hier. Ne? Und war ja auch so dünn. Genau, und aber seitdem die wieder glücklich vereint sind, wie gesagt, ne, da hat sich alles viel mehr gebessert und deswegen gibt es sie beide auch definitiv nur im Doppelpack. Ja. Der Dumann, du bist ein Hübscher. Sehr duldsam, ja. Anhänglich, ja. Verschmust, mhm. Anmutig, aber auch sensibel. Genau, das ist er, ja. Ein kleines Sensibelchen, ein großes Sensibelchen. Ja. Ja, und Dunja hat eigentlich ähnliche Charaktereigenschaften, kann sich aber doch schon besser durchsetzen, ne? Und wo man halt bei Dumann mehr Feingefühl so ein bisschen braucht, braucht man bei Dunja vielleicht mehr konsequente Führung. Ja. Genau. Ja. Mhm. Beide sind sehr freundlich im Umgang mit Menschen. Ja. Wir denken daher sogar Kinder so ab 12 Jahren, unerfahrene Kinder, na klar, ab 12 Jahren wären okay. Ja, und ein großes und sicher eingezäuntes Grundstück ist natürlich ein Muss. Beide kennen halt doch wenig Umweltreize, ne? Da sie halt ihren Garten kaum verlassen haben. Oh, gibst du mir ein Foto? Ne? Oh, du bist aber auch eine süße Maus. Süße Oma. Oh. Und wir suchen wirklich erfahrene Halter von Herdenschutzhunden, ne? Die den beiden wirklich noch einen schönen Lebensabend machen. Ne? Ja. Was wichtig noch zu sagen wäre, jetzt krabbel doch nicht unter sie, dass Dumann einen Kastrationschip hat. Ne? Wirklich zwei sanfte Riesen, die ihr Leben halt zusammen verbringen möchten und wirklich noch einen schönen Lebensabend genießen möchten. Vielleicht haben wir euch die Bilder ja überzeugt. Das wäre wirklich schön, ja, wenn wir für die beiden noch wirklich einen tollen Platz finden würden. Das sind auch wirklich tolle Kangals, wie ich finde. Du bist so ein Kuschler. Ja. Also das ist schon sehr extrem. Ja. Da wird auch das Kuscheln sehr intensiv eingefordert. Aber man darf es immer nicht vergessen, der Dumann 70 Kilo, die Dunja 60 Kilo, das ist natürlich nur was Ebenerdiges. Das müssen wir unbedingt auch dazu sagen. Nichts für den dritten Stock oder so, sondern wirklich für ebenerdig. Oh. Keine Stufen etc. Hier wird jetzt, wir kuscheln noch ein bisschen weiter. Dumann. Dunja, Prinzessin, ne? Würden sich freuen, wenn du vielleicht genau der Richtige für die beiden bist. Du bist du, jetzt Prinzessin. Kuscheln wir noch ein bisschen. Jetzt kuscheln wir hier noch ein bisschen. So, jetzt kriegt die Bonnie einen Snack. Schön drapiert haben wir sie auch. Und jetzt geht's mit der Bonnie weiter. Ein Yorkshire Terrier Mix ist die Bonnie. Die ist geboren am 16.09.2019. Und seit Januar bei uns im Tierheim. Mhm. Was haben wir zu dieser zauberhaften kleinen Maus für weitere Informationen? Ja, also
Eigentlich kann man sagen, sie ist ein kleiner Wirbelwind. Ne? Ist die, gar, definitiv. Ja. Also die hat noch ganz schön viel Pfeffer im Hintern, ne? Und die will halt auch noch einiges erleben. So, ne? Ja, ganz sicherlich. Die ist anfangs ein bisschen schüchtern, ein bisschen reserviert bei Vertrauen dafür, aber sehr quirlig und auch lustig. Ja, ne? Und dann, wie gesagt, ne? Also dann kommt sie auch auf den Schoß, die schmust dann auch gerne oder so, ne? Lässt sich hochnehmen. Allerdings hat sie ansonsten noch nicht wirklich viel Erziehung genossen. Ne? Also so am Alleine bleiben und an der Leinführigkeit muss noch gearbeitet werden. Ja, genau. Mit Artgenossen ist sie nur bedingt nach Sympathie verträglich. Sie ist schon eine kleine Einzelprinzessin, ne? Und die möchte sie zu Hause auch sein. Und die, ne, weiß auch, was sie will. So Kinder ab 12 Jahren wären okay. Ja. Aber sie ist wirklich eine umgängliche und freundliche Hündin und sie wird auch eine tolle Begleiterin werden, wenn man jetzt noch ein bisschen Arbeit in ihre Erziehung investiert, ne? Und dann hat man wirklich einen total lustigen und aufgeweckte, quirlige, wichtig. Hund, ja. Die Bonnie ist kein Couch-Potato. Nee. Die möchte auch richtig viel erleben. Ja. Das heißt, nicht nur so einmal schnell um Block gehen. Die hat richtig, richtig, ja, Dampf mit ihren 4,5 Jahren. So, komm. Du lass runter. Jetzt kannst du. Jetzt aber ganz schnell. Husch, husch. Los flitzen. Ja, das war die Bonnie. Ein Yorkshire Terrier Mix. 4,5 Jahre alt. Man muss die süße kleine Maus einfach kennenlernen. Die ist echt süß. Den kleine Hippie-Frisur. Ist er. Haare hoch. Sofern Interesse, meldet euch bei uns. Schöne Fotos hat uns die Annie und das Frauchen Sabrina geschickt. Warum? Weil sie gewonnen haben im Januar. Hundefutter im Wert von 100 Euro dank unseres Sponsors Animonda. Und sie schreiben: Liebes Tierheimtieren, heute Morgen wurden wir schon mal mit dem Gewinn überrascht. Wow, was für ein tolles Geschenk. Anbei ein paar Bilder. Schöne Bilder, wir sagen danke und auch ihr könnt Hundefutter im Wert von 100 Euro dank Animonda gewinnen. Wir zeigen euch mal einige der Einsendungen. Silke fängt an. Jawohl. Riesig über den Gewinn freuen würden sich Martina und Hund Crash in Heidkram. Weiter geht's mit Ada, Michael und Hund Elvis, die sich in Marburg sehr über den Gewinn freuen würden. Ja, und Schmusebacko Chico wohnt mit Frauchen Bianca in Mainz. Aus der Nähe von Berlin nehmen am Gewinnspiel teil Maike und Ole mit Hund Pi. Erneut ihr Glück versuchen möchte Caroline, die mit ihrem Hund Emil in Hannover wohnt. Alissa mit den 5 Mädels Maya, Mucki, Carla, Ida und Lotte, die schauen TMTV aus Bremerhaven zu. Und ebenfalls aus Hannover sind auch wieder mit dabei Natalie mit Mac Tyson. Ihr könnt natürlich jeden Monat daran teilnehmen. Ich jetzt schnell die Regeln und Silke mischt. Möglichst schöne Fotos. Auf einem solltet ihr natürlich auch mit drauf sein. Von eurem Hund oder euren Hunden. Ein paar Infos zu euch, auch die vollständigen Namen und Adresse nicht vergessen, damit sich Animonda mit euch in Verbindung setzen kann, sofern ihr denn gewonnen habt. Und den Satz vervollständigen: Ich gucke Tierheim TV, weil. Und dann könnt ihr vielleicht tolles Hundefutter im Wert von 100 Euro dank Animonda gewinnen. Ich habe da jetzt hier mal raus, da haben wir die oder den Gewinner, andersrum. Gewonnen haben diesen Monat Ada und Michael mit Hund Elvis aus Marburg in Hessen. Und sie schreiben, also erstmal tolle Bilder, sowas in der Art, wie ihr es jetzt auch gesehen habt, freuen wir uns natürlich riesig drüber. Und sie schreiben: Wir gucken Tierheim TV, weil... Weil wir uns immer für die Tiere freuen, die ein neues Zuhause bekommen und für die anderen mitfiebern. Herzlichen Glückwunsch! Animonda setzt sich mit dir in Verbindung, Ada und Michael, damit das Hundefutter auf deinen, euren Hund Elvis abgestimmt wird. Und wenn der Gewinn bei euch angekommen ist,
freuen wir uns natürlich über einige Fotos. Ja, mitmachen und gewinnen dank unseres Sponsors Animonda. Zahlen natürlich nicht wir. Und ihr könnt auch jeden Monat teilnehmen. Gar kein Thema. So, sind wir schon beim letzten Hund angelangt. Mhm. Und zwar ist das ein kleines, aber auch nur ein kleines Sorgenkind. Und zwar die Thalia. Mhm. Oder Thalia, sind wir uns nicht wirklich einig. Die Thalia ist am 8.7.2012 geboren, also 11,5 Jahre alt. So ein kleiner Münsterländer. Seit Januar bei uns im Tierheim. Und sie ist, wie ich es gesagt hatte, ein kleines Sorgenkind. Ja. Du sagst, es ist ein bisschen mehr als ein kleines Sorgenkind. Ich finde, es ist nur ein kleines Sorgenkind. Ich finde, es ist erstmal eine ganz zauberhafte und liebe und anhängliche Seniorin. Ja, und lustige. Ja, die ist auch ja, süß. Also wirklich. Eine ruhigere Begleiterin. Ja. Sie sucht die Nähe zu ihren Menschen, möchte immer gerne dabei sein. Ja. Kleine Runden spazieren gehen. Ja, aber sie albert auch noch ein bisschen rum, ja. Ne? So hier, ja, hat dann viel Spaß, möchte eigentlich von jedem gekuschelt werden und. Und deswegen denken wir auch, dass so Kinder ab 12 Jahren okay wären. Es sollte halt nicht zu viel Trubel im Haus sein, weil auch sie möchte natürlich ihre Ruhephasen haben und dann doch auch mal zwischendurch so ein bisschen. Die ist mit Rüden und Hündinnen verträglich. Ja, aber diese sollten natürlich auch schon so mehr sanftmütig und bisschen ruhiger sein. Genau, ne? Also mit so einem Jungspund oder so kann sie jetzt nichts anfangen. Ne? Dafür ist sie dann doch schon zu alt. Ja. Die hat ja auch mit einer Katze zusammengelebt. Ja, die zeigen wir euch nachher. In der Katzenvermittlung. In der Katzenvermittlung. Die Rosi. Ja. Mit der hat sie zusammengelebt. Mhm. Garten, zu Hause mit dem Garten wäre ganz toll. Genau. Die muss ja öfter mal pullern. Genau, sie ist halt schon ein altes Mädchen, ne? Und da muss man dann auch mal öfter mal Pipi machen. Genauso wie sie natürlich altersbedingt auch schon nicht mehr so gut hört, ne? Oder auch schon ein bisschen schlechter gucken kann, guckt. Ne? Muss sie ihre Brille erst mal suchen. Jetzt hatten wir ja gesagt, sie ist ein kleines, oder das sollen ja die Zuschauer, können das ja selber entscheiden. Dann klär doch die Zuschauer mal auf, warum sie denn ein kleines oder so kleines Sorgenkind ist. Genau, also sie hat halt beidseitig HD, deswegen sollten keine Treppen im Haus sein, ne? Und sie leidet unter Epilepsie. Sie ist aber sehr gut eingestellt. Sie bekommt also zweimal täglich eine Tablette. Und die nimmt sie auch problemlos, denn sie ist tatsächlich für ihr Leben. Ja, sie ist ganz schön gefräßig. Sie könnte auch ein bisschen noch abnehmen. Ein kleines bisschen weniger wäre jetzt sicherlich nicht schlecht. Jetzt haben wir für die Aufnahme natürlich reichlich Snacks. Ja. Damit ist auch richtig gut, aber die ist schon. Die ist so süß. Und wir suchen wirklich für die bezaubernde Maus jetzt ein liebevolles Zuhause, ja, wo sie halt wirklich noch einen schönen Lebensabend verbringen darf. Ne? Wollen wir mal sehen, ob es jetzt klappt. Sie hört ja nicht mehr so gut. Thalia! Nee, das hört sie nicht. Du musst schon klatschen. Oh, du bist der alte Oma, bist du. Du hörst. So, ich bin alt, ich höre nicht mehr so gut. Ich höre nur das, was ich hören will. Aber ihr müsst zugeben, die war ja wirklich auch vor der Kamera echt süß. Mhm. Thalia, unser kleines Sorgenkind wartet bei uns im Tierheim auf ein neues Zuhause. Wäre auch für Rentner ein toller Hund. Ja. Für die Rentner, sagen schöne kleine Runden, wäre optimal. Mhm. Vielleicht passt es ja zu euch, meldet euch bei uns gegebenenfalls im Tierheim. Das war die Hundevermittlung für diesen Monat. Wir haben mit dem Wetter hervorragend Glück gehabt. Ja, und es waren tolle Hunde. Finde ich auch. Und ich finde eigentlich für jeden was dabei. Es war eine tolle Vermittlung. Wir verabschieden uns von euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und du kriegst jetzt noch einen Snack? Du kriegst noch einen Snack, du kleine Oma. Ist die nicht süß? Die ist süß. Waren überhaupt tolle Hunde. Ja.